Sorry wegen den Spiegelungen auf der Brille heute. Ich sitze hier vor meinem Ringlicht. Warum, zeige ich dir gleich. Aber hallo erstmal, ich bin der Marc von Reise. Und wenn dir gefällt, was du hier siehst, kannst du unten gerne kommentieren. Ich komme hier ursprünglich von der Fotografie und habe erstmal so gefilmt, wie ich fotografieren gelernt habe. Und was heißt fotografieren? So wie ich fotografiere. Und ich fotografiere eben meistens in der Blendenpriorität. Du musst wissen, um korrekt belichtetes Bild zu erhalten, musst du an drei Stellschrauben drehen oder macht meistens die Kamera einen Großteil. Ich selber fotografiere hauptsächlich in Blendenpriorität. Das heißt, ich stelle die Blende ein. Mit der Blende stelle ich ein, wie viel Licht zu einem gegebenen Zeitpunkt auf den Sensor fällt. Also wie groß das Loch ist, durch das das Licht durchfällt. Gleichzeitig stellst du damit ein, wie groß die Schärfentiefe ist, ob der Hintergrund unscharf ist oder nicht. Das sind die Sachen, die du mit der Blende steuerst. Dann gibt es noch Belichtungszeit. Damit stellst du ein, wie lange Licht auf den Sensor fällt. Und Punkt 3 ist die ISO-Empfindlichkeit. Damit stellst du ein, wie stark das Signal verstärkt wird. Passen die drei Dinger zusammen, hast du ein korrekt belichtetes Bild. Wie gesagt, ich habe erstmal mit Blendenpriorität gefilmt. Funktioniert, weil ich ja meine Schärfentiefe haben wollte. Irgendwann habe ich aber gelernt, dass ich mit 1/50 filmen sollte, wenn ich mit 25 Bilder die Sekunde filme. Das liegt einfach daran, dass ich die Unschärfe, die ich dann kriege, die Bewegungsunschärfe bei 1/50, dass das zu dem passt, was wir kennen vom Fernseher, vom Kino, da passt es ungefähr. Da ist auch so. Wäre die Belichtungszeit zu kurz, würde es wackeln, wäre sie zu lang, dann, ja, ich kann dann maximal 1/25 belichten bei 25 Bilder Sekunde. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Es geht darum, dass ich dann gesagt habe, okay, dann stelle ich das Moduswahlrad auf S oder auf TV bei Canon und belichte eben 1/50, Blende stellt die Kamera ein. Auch das funktioniert, aber dann kann natürlich sein, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, dass dann meine Schärfentiefe sich nach hinten hin ändert, obwohl ich das gar nicht will. Das wäre ja doof, wenn auf einmal nach hinten hin alles schärfer würde, obwohl es vorher unscharf wird. Also gibt es eine dritte Möglichkeit, der manuelle Modus. Ich stelle manuell Blende ein und stelle manuell die Belichtungszeit ein, überlasse aber die ISO-Empfindlichkeit der Kamera. Wird es jetzt heller, kann ich mit der ISO-Empfindlichkeit runtergehen. Wird es jetzt dunkler, kann es mit der ISO-Empfindlichkeit hochgehen. Das Bild bleibt immer noch mehr oder weniger korrekt belichtet. Die hat natürlich auch nicht unendlich viel Spielraum, die Kamera. Aber sie kann ein bisschen rumspielen und ich habe meine korrekte Belichtungszeit und es ändert sich nichts an der Blende. So, deshalb sitze ich vor diesem Ringlicht, weil ich das nämlich dimmen kann. Und jetzt drehe ich das einfach auf einen Schlag mal hoch und wir gucken, was passiert. Kamera steht auf 1/50 Belichtungszeit und Blende 3,5. Nach hinten hin dürfte sich nichts ändern und ich drehe einfach mal volle Kanone hoch. So, ich bin ein bisschen überbelichtet, das dauert jetzt wahrscheinlich, jetzt hat sie mich. Wie gesagt, komplett kriegt sie es nicht hin, aber sie ist deutlich wieder runtergegangen mit der Helligkeit, sodass das Bild immer noch korrekt belichtet ist. Und jetzt mache ich es einfach mal aus, bin ich hier schon ein bisschen zu dunkel und soweit sie halt kann, werde ich jetzt wieder heller. Und jetzt mache ich es einfach mal ein Stück normal irgendwie an, dauert immer ein bisschen und dann zieht die nach. Also, Film, mein Tipp, manueller Modus. Blende einstellen, Belichtungszeit einstellen und mit der ISO-Empfindlichkeit auf Automatik arbeiten. Die Kamera, die richtet das dann schon mehr oder weniger. Wie gesagt, geht nur in Maßen. Aber es funktioniert für mich ganz gut. Ich bin froh, dass ich das rausgekriegt habe und das gelernt habe, denn das macht alles viel einfacher. Wie gesagt, bei Fragen unten kommentieren, wenn dir das geholfen hat, was ich hier gemacht habe, freue ich mich über einen Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Ich mache dir da oben einen kleinen Button, kannst du draufdrücken. Und hier unten packe ich irgendein anderes Video rein. Bis dann, ciao!